Wenn es so weitergeht, dann zählt Heizöl bald zu den Luxusgütern. Die Ölpreise sind ja so hoch wie seit Jahren schon nicht mehr. Haben Sie schon Ihren Wintervorrat angelegt oder hoffen Sie nach wie vor darauf, dass die Ölpreise doch wieder sinken? Rufen Sie uns an, die Telefonnummer 526 5531 und sagen Sie uns Ihre Meinung zu diesem Thema oder verraten Sie uns, wie Sie Ihr Öl lagern, wann Sie eingekauft haben oder ob Sie erst einkaufen oder fragen Sie unseren Experten. Peter Nemeth ist wieder bei uns. Herzlich willkommen. Grüß Gott. Der Experte für Liegenschaften, Sachverständiger für Liegenschaften. Ja, ich habe es bereits gesagt, die Ölpreise sind so hoch wie nie zuvor. Sollte man jetzt generell in Betracht ziehen, vielleicht auf einen anderen Energieträger umzusteigen? Was Heizöl? Naja, eigentlich ist es eine Vorbemerkung, heute bei dem Wetter fast schade, über die Heizung zu reden. Aber ich glaube trotzdem, dass wir das tun sollten. Also die Pulsseher haben einen Informationsvorsprung und wissen, was sie tun und was sie vermeiden sollen und haben dann keine Unliebsamkeiten, Überraschungen. Umsteigen ist so eine Geschichte. Wenn Sie heute eine Ölheizung haben, dass Sie sagen, Sie hauen die raus und geben eine Gasetagenheizung rein, das ist mitunter, wenn ich drinnen wohne, nicht leicht möglich. Wahrscheinlich auch zu teuer. Auch zu teuer, aber ich glaube auch der Umbau ist recht schwierig. Also ich glaube, es ist eher geschickter, sich zu überlegen, wie ich an den Heizkosten sparen kann. Egal, ob ich jetzt eine Ölheizung habe, egal, ob ich jetzt eine Gasetagenheizung habe oder eine Stromheizung habe. Ich glaube, da gibt es einige grundessentielle Dinge, die man beachten sollte. Welche sind das? Ja, ganz einfach. Zum Beispiel Lüften. Das Lüftungsverhalten, ich bemerke das in den Häusern, die ich verwalte, sehe das also wirklich sehr oft, dass also hier die Mieter die Fenster kippen und das wirklich oft eine Stunde gekippt lassen. Das ist also wahnsinnig schlecht. Da heißt man wirklich beim Fenster raus. Ja. Wenn, dann bitte 10 Minuten öffnen, ein Stoß lüften, 10 Minuten öffnen, die Wände bleiben noch schön warm und nach 10 Minuten wieder das Fenster schließen und das ist also der optimale Weg. Ich glaube, es ist ja auch so, dass sich frische Luft einfach viel besser und rascher erwärmt. Natürlich, als bereits natürlich. Und auch viel angenehmer. Also wie gesagt, natürlich, ich komme oft in Wohnungen und da habe ich also ein Klima drinnen, dass man wirklich schlecht wird, weil es eine stickige, abgestandene Luft ist. Aber auch ganz wichtig, die Fenster, der Zustand der Fenster, auch der kann dann so passieren, oder wenn der Zustand der Fenster schlecht ist, kann es durchaus so passieren, dass man wirklich beim Fenster hinausheizt. Mhm. Ganz einfach testen oder ganz einfach sehen, wenn Sie jetzt Kastenfenster haben, das heißt, 2 Flügeln, äußere, innere, dann brauchen Sie nur schauen, ob bei den inneren Flügeln, beim Holzrahmen in den unteren Ecken, ob da die Farbe noch dran ist. Wenn da die Farbe weg ist, ist das ein 100%iges Zeichen dafür, dass Sie Schwitzwasser haben. Das heißt, dass ein Fensterflügel undicht ist und dass also hier Schwitzwasser entsteht und dass Sie hier wirklich beim Fenster hinausheizen. Wenn das der Fall ist, bitte reparieren lassen, sei es vom Hauseigentümer, der ist für die Außenfenster zuständig, oder sei es auch die inneren Fenster sich anzuschauen, oder auch ganz wichtig, quasi Isolation einfräsen, dass Sie also hier die inneren Fenster dicht bekommen. Das wäre also ein. Oder auch den guten alten Fensterpolster, die es ja nach wie vor gibt, mittlerweile in modernem Design. Aber nicht nur bei den Fenstern, sondern auch bei den Türen. Mhm. Es hat keinen Sinn, wenn Sie jetzt hier achten und sagen, ich temperiere jetzt meinetwegen, ich bin intelligent, ich temperiere das Wohnzimmer höher und vielleicht das Schlafzimmer niederer und die Tür so einen Spalt, das bringt es genauso nichts. Also auch da bitte achten auf die Dinge. Naja, viel mehr Möglichkeiten an sich in der Wohnung gibt es nicht. Wie schaut es eigentlich aus mit der optimalen Raumtemperatur? Da gibt es im Schlafzimmer sollte so um die 18 Grad, richtig, dann gut 18 Grad, wenn man es im Wohnzimmer hat, ist ein bisschen frisch. Gibt es da eine ideale Temperatur, wo das Verhältnis Heizkosten-Temperatur? Naja, auch das ist wirklich schwer zu beantworten. Tatsache ist, dass jedes Grad mehr an Heizkosten, das heißt, wenn Sie jetzt von 20 Grad auf 21 Grad heizen, ca. 6%, egal welche Energie Sie verwenden, ca. 6% einen Anstieg an den Energiekosten bedeutet. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Wohnung haben mit 20 Grad, sagen Sie die Summe X, wenn Sie eine Wohnung haben mit 21 Grad, plus 6%, und so geht es dahin, sogar noch ärger, wenn Sie ab 22 Grad 1 Grad dazugeben, steigt die Kurve an, dann sind wir bei 8-9% mehr an Energiekosten. Noch einmal, egal ob jetzt Gasetagenheizung oder Gaskonvektor oder Öl oder Stromheizung, das ist
ist unabhängig davon, das steigt also wirklich so an. Weil Sie es gerade angesprochen haben, Gasetagen, Heizung, also Therme. Ich glaube, auch da ganz wichtig, einen Service zu machen. Man schaut also beim Auto wirklich sehr genau und sagt, das hat jetzt 5000 Kilometer, ich muss sofort zum Service hinfahren. Beim Menschen schaut man also auch schon weniger, sollte man sich auch aber ab und zu sich selbst kontrollieren lassen. Bei der Therme überhaupt nicht. Ich merke das oft, wenn ich Wohnungen zurück übernehme, dass also hier der Brenner völlig verdreckt ist. Der Test ist auch ganz einfach, Sie drehen die Therme auf und schauen nach die Farbe der Flammen. Wenn die Farbe der Flammen gelb ist, dann ist die Therme verdreckt, ich kann es jetzt gar nicht anders sagen. Und Sie haben hier um 10, 15, 20 Prozent mehr Kosten an Gaskosten. Und das ist bitte auch unglaublich, das schenken Sie dem Gaswerk. Bitte, da ist keine Relation, wenn Sie hier einen Service machen lassen. Bei der Geschichte, das kostet 50, 60, 70 Euro, vielleicht 100 Euro mehr kann ein Service nicht kosten. Dann haben Sie mit Sicherheit, jedes Jahr sollten Sie das machen, dann haben Sie mit Sicherheit die Ersparnisse erinnern, durch die laufenden Kosten die Ersparnisse erinnern. Und daher bitte kann ich wirklich nur empfehlen, Service bei einer Therme machen zu lassen. Wir haben auch ein paar Bilder mitgebracht, die wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Ja, das ist an sich jetzt nur die Wiederholung des Gesagten. Das Pickel, das ist mir vielleicht auch noch wichtig, darauf zu achten. Dieses Pickel ist vom Land Wien oder von der Gemeinde Wien quasi eine Plakette, dass die Therme von den Emissionswerten, das heißt von den Abgaswerten in Ordnung ist. Und dieses Pickel muss jede Therme haben. Sie müssen also alle 5 Jahre dieses Pickel erneuern lassen und mehr oder weniger schauen, ob die Therme in Ordnung ist. Wenn es nicht geschieht, bitte, ist es Ihr eigener Nachteil. Das ist jetzt ein Raumthermostat und auch da gibt es Ideen. Das ist jetzt ein einfacher Thermostat ohne Temperaturregelung. Den drehen Sie also faktisch nur auf und ab, sonst nichts Spektakuläres. Und da würde ich auch meinen, dass man hier, wenn man sparen will, mit einfachen Mitteln sparen will, dass ich diesen Raumthermostat umtausche auf einen, also Thermostat ist es nicht, dass ich diesen Ein- und Ausschalter, mehr ist es nicht, umtausche auf einen Thermostat, dass also hier der Heizkörper faktisch sich automatisch regelt. Und noch ein wichtiger Tipp bei der Gasetagenheizung, dass Sie hier schauen, dass Sie, wenn Sie einen Raumthermostat haben, und den haben Sie, dass Sie den modernisieren und mit einer Zeitschaltuhr verbinden. Warum? Wenn Sie jetzt untertags weg sind und mehr oder weniger sagen, okay, ich schalte jetzt die Heizung ab, dann Sie können nichts Blöderes machen wie das, weil die Aufheizzeit oder wenn Sie am Abend zurückkommen und die Wohnung wieder aufheizen, es kostet enorm viel Geld, wenn die Wohnung auskühlt sozusagen und Sie heizen die Wohnung wieder von null auf, dann zahlen Sie bitte viel mehr, wie wenn Sie eine Absenkung machen um 5, 6, 7 Grad. Sicher auch um 10, 20 Prozent würden Sie für diesen Fall mehr bezahlen. Anders ist, wenn Sie jetzt 14 Tage wegfahren, dann natürlich abschalten. Aber wenn Sie jetzt mehr oder weniger tägliche Rhythmen haben und täglich zur Arbeit gehen, dann kann ich wirklich nur empfehlen, eine Zeitschaltuhr zu verwenden, die Sie einstellen auf Ihre persönlichen Zeiten und die dann eben für die Zeit, wo Sie nicht anwesend sind, die Temperatur hinunterregelt und so bitte hier Ihnen Kostensparen hilft. Noch einmal zurück zu der Raumtemperatur und weil Sie das jetzt auch gesagt haben, runterschalten, auf welche Temperatur sollte man runterschalten, während man nicht da ist? Jetzt angenommen, man geht um 8 Uhr aus dem Haus oder um 7 Uhr? 16, 17 Grad. Es ist auch ein anderes Problem, wenn Sie jetzt zu tief hinunterfahren. Also wenn von Sie jetzt 21 auf um die 5, 6 Grad runter. Hinunter. Wenn Sie zu tief hinunterfahren, haben Sie also da auch dann Nachteile, mehr oder weniger, weil Sie ja dann wieder zu hoch aufheizen müssen. Aber eine Absenkung um 5, 6 Grad ist durchaus zu empfehlen. Wobei ich da vielleicht auch noch, das passt jetzt nicht ganz dazu, aber doch dazu. Es ist mir gerade eingefallen, es hat jeder Wiener und Wiener bekommen, so auch Sie, so auch ich, von den Gaswerken ein Brieferl. Die planen etwas Böses. Die machen eine Umstellung mit der nächsten Abrechnung von Kubikmeter auf Kilowatt. Was das heißt, dürfen Sie mir jetzt nicht fragen, da müssen Sie einen Gaswerkmann einladen. Es heißt aber nur, dass Sie die Rechnungen nicht mehr nachvollziehen können. Daher bitte ich schon heute, sich wirklich die Sache genau anzuschauen. Bis jetzt hatten wir die Abrechnungen auf Kilowatt, das heißt, das, was Sie bei dem Gasmesser an Zählerstand verbraucht haben, das haben Sie auch tatsächlich bezahlt. Und ab der nächsten Abrechnung, das wird uns allen so gehen, Sie, Ihnen, mir, uns allen, ab der nächsten Abrechnung rechnen die Gaswerke nach Kilowatt um. Die rechnen, die multiplizieren diese Beträge mit Summen, fragen Sie mich nicht, wie das geht. Ich glaube, es ist eine EU-Anpassung, warum Sie es machen. Nur es wird für den Konsumenten undurchsichtiger und nicht mehr zum Nachhinein. Also Umstieg von Kubikmeter auf Kilowatt, was empfehlen Sie den Konsumenten? Sollten Sie sich das vorher ausrechnen, wie viel es in etwa sein wird? Ja,
dass hier keine Probleme dann bei der Endabrechnung beim Gaswerk passiert, dass man sich hier wirklich die letzten Rechnungen ansieht und hier wirklich dann sagt, okay, das habe ich bis jetzt verbraucht und das sind die Summen, die ich bis jetzt habe und das sind die Summen, die ich hier auch in weiterer Zukunft zahlen müsste. Gut, Peter Nemeth, das waren viele, viele interessante Tipps, wie man im kommenden Winter Heizkosten sparen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Kommen. Ich werde einige davon berücksichtigen und beherzigen. Bitte gerne, danke.